Jo, hallo zusammen, liebe Freunde, Fotografie-Freunde, Fotonerds, whatever, was euch auf meinen Kanal treibt. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und ich bin heute in Überlingen am Goldbach, um hier den Waldrapp zu fotografieren. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ihr habt euch ja jetzt auch schon einen kleinen Eindruck davon machen können, was der Waldrapp überhaupt ist. Wie sieht der Waldrapp aus? Mach mal die Flügel auf. Ja, sehr schön. Oh, gerade ein Jungtier dabei gehabt, wo die Flügel aufmacht. Die werden nämlich langsam Flüge. Aber zurück zum Thema. Ihr habt euch jetzt ein Bild machen können, wie der Waldrapp aussieht. Den wollen wir heute fotografieren. Der ist hier nach 2 Jahren Versuchszeit endlich dieses Jahr aus der Toskana zurückgekommen und hat hier in der Felsspalte bei Überlingen angesiedelt. Möglich gemacht hat es ein 3D-Druck vom Waldrapp, der hier rechts im Nest angesiedelt wurde. Ich blende das mal ein. Und jetzt hat sich hier eine Waldrapp-Familie gepaart und hat auch Jungtiere schon ausgebrütet und bietet uns jetzt hier in Überlingen die Möglichkeit, den Waldrapp in freier Wildbahn zu fotografieren. Sonst sieht man den Waldrapp ja in Deutschland in freier Wildbahn kaum noch. Zumindest mal hier am Bodensee eigentlich gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, ich wüsste nicht wo. Ich habe noch nichts davon gehört. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt hier in Überlingen am Goldbach die Möglichkeit habe, den Waldrapp zu fotografieren. Mit dabei habe ich ein 100-500 Canon RF. Ich habe mir das heute geliehen vom Fotolichtblick in Konstanz. Danke Stefan, danke Michi an euch beide, dass ihr das wieder möglich gemacht habt. Solltet auch ihr mal im Bodenseeraum ein Objektiv brauchen, dann unbedingt Fotolichtblick, erste Adresse, hinfahren, ausleihen, zurückbringen, gar kein Problem. Sagt vielleicht auch, dass ihr über mein Video darauf aufmerksam geworden seid. Vielleicht gibt es dann den einen oder anderen Rabatt. Mal sehen. Aber die Jungs machen auch so immer echt gute Preise und bieten euch richtig tolles Equipment an. Wie gesagt, 100-500 dabei. Bei dem 100-500 habe ich jetzt, und natürlich mit meiner R6-2, bei dem 100-500 habe ich jetzt mit der R6-2 auf den Crop-Faktor gestellt. Ich fotografiere mit einer Blende 9 und einem Shutter Speed von 1/500. Die ISO steht hier auf Automatik. Warum steht die ISO hier auf Automatik? Natürlich haben wir dort oben in der Feldspalte, wir im Video, ich kann es auch gerne jetzt nochmal einblenden, im Video schon gesehen habt, haben wir immer wieder Schattenbereiche. Und um die Schattenbereiche natürlich auszugleichen, ISO 100. Außerdem möchte ich mit dem Shutter Speed vom 1/500 durchweg fotografieren, weil ich natürlich auch Hoffnung habe, dass hier Mama und Papa vielleicht mal abfliegen und wieder ankommen. Was ich nicht glaube, ich bin schon über eine Stunde hier und ich glaube, den Tieren ist es natürlich in der Felswand heute auch zu heiß und deswegen fliegen die nicht ab und sparen sich ihre Energie für die spätere Zeit, wenn es wieder etwas abgekühlt hat. Wir haben hier circa am Straßenrand mit leichtem Wind, ich habe vorher, glaube ich, gemessen 33 Grad. Also die Sonne
ballert schon ordentlich hier oben runter. Und natürlich auch an der Felsspalte oben, trotz Winde, werden wir so um die 30 Grad haben. Aber das macht ja nichts, um den Waldrapp zu fotografieren, die ersten Versuche. Ich werde vermutlich noch mal irgendwann hierher gehen und zu einer späteren Zeit. Ich habe jetzt nur gedacht, ich nutze die Mittagszeit mal aus, weil ich eben nicht wieder so verstochen werden wollte wie letzte Woche beim Fotografieren. Blende ich gerne mal ein, was da passiert ist beim Fotografieren, falls euch das Video interessiert, warum ich da verstochen wurde oder wie ich da verstochen wurde, schaut gerne einfach mal rein. Genau, ich habe gedacht, ich nutze die Mittagszeit aus. Dort sitzen sie garantiert dort oben drin. Das war auch so, ist auch so. Und ich habe auch das ein oder andere tolle Bild schon gemacht und konnte damit echt coole Bilder heute fertigen. Also auch wenn der An- und Abflug fehlt, ich habe Bilder dabei, wie sie ihre Flügel ausstrecken und sich putzen und so weiter und so fort. Wie das Federkleid in der Sonne schön, wie das Federkleid in der Sonne so richtig schön glänzt und welche Farben das Federkleid da hat, auch ganz interessant und schön. Dann habe ich ein Jungtier, wie es die Flügel spreizt und so weiter. Also ich bin eigentlich mit den Aufnahmen von heute jetzt schon sehr zufrieden. Ich würde sagen, ich blende euch die Aufnahmen ein und ihr schaut sie euch in Ruhe an. Und dann sehen wir uns nach den Bildern wieder. Ich konzentriere mich jetzt hier nochmal ein bisschen aufs Fotografieren. Gucke, dass ich vielleicht doch noch einen An- und Abflug drauf kriege. Das wäre natürlich obermega geil. Dann wäre der Tag heute super gerettet und super abgelaufen mit perfektem Ausgang. Aber sehen wir ja nachher gleich, wenn die Bilder durchgelaufen sind. Bis gleich. Mittlerweile eine Stunde wieder vergangen. Wir haben es 17 Uhr. Leider kein An- und Abflug. Leider, leider, leider. Macht nichts. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich habe natürlich hier auf Autoweißabgleich gestellt. Ich habe die Bilder mit dem Normalmodus gemacht und mit dem Crop-Faktor, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, natürlich um noch näher ranzukommen. Und ich habe natürlich auf Highspeed gestellt oder habe auf schnelle Bildreihenfolge gestellt, weil ich natürlich auch, wenn An- und Abflüge stattgefunden hätten, natürlich den... Oh, das sieht so aus, als würde er gleich... doch noch mal fliegen gehen wollen. Jawohl, Abflug. Live, ihr wart live dabei, Abflug noch mit drinnen. Mega, cool. Ich wollte jetzt eigentlich echt abbrechen und nach Hause fahren. Und ja, jetzt habe ich doch noch den Abflug mit drin, mal gucken. Ja, stark. Mega.
Mega. Wow. Sehr cool. Sollte euch das Video gefallen haben, ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Vielleicht seid ihr dann einfach beim nächsten Video wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut doch gerne mal auf Insta und auf meiner Homepage vorbei. Vielleicht ist da auch noch das ein oder andere für euch dabei. Vielleicht kann man sich da auch vernetzen und vielleicht kann man auch mal zusammen fotografieren gehen. Ich bin ein ganz normaler Typ zum Anfassen und zum gemeinsamen Fotografieren auch gerne mal. Wäre nicht unausgeschlossen, dass man sich schon mit mir zum Fotografieren verabredet hat. Es sei denn, ihr habt keine Lust auf ein Video zu kommen, dann sagt mir das vorher, dann gehen wir halt einfach nur so fotografieren oder ich schneide euch dann raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, macht's gut, euer Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.